Ja, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin wieder unterwegs auf Lost Place Tour. Ja, auf jeden Fall ein Rehbesitzbesuch von mir. Hier war ich schon mal. Bin ich mit dem Jens hergefahren, damit er das Ganze auch mal sieht. Und viele Details hier da. Da hinten zum Beispiel, was ich sehr, sehr geil fand. Das sind die ganzen Schreibmaschinen hier. Sehr, sehr geil. Hier. Wie gesagt, ich war schon mal da, aber es ist eine echt geile Location. Halt noch viel, was man sehen kann. Hier zum Beispiel, ne? Ein altes Bild. Halt alles schon durchwühlt, wie es halt immer so ist. Wie gemeint, geile Location. Immer wieder geile Location. Damals war ich nur mit dem Handy unterwegs, deswegen dachte ich mir, ich filme das Ganze jetzt mal mit einer richtigen Kamera. Es ist halt einfach riesig. Das sind riesige Hallen. Aber auch in diesen riesigen Hallen gibt es noch die einen oder anderen Sachen zu entdecken. Zum Beispiel hier drin. Ha, mega. Zum Beispiel sowas hier. Der alte Aufzug hier, aber da funktioniert wahrscheinlich nicht mehr, kein Strom mehr drauf. Aha. Da hinten liegen noch zig Kartons. Und sonst jetzt hier eigentlich die Produktionshalle unten ist eigentlich relativ leer. Also echt geil und interessant ist dann der obere Bereich, weil da sieht man noch ein bisschen was von der Produktion. Bleiben zurück. Das ist schon eine geile Location. Schon alt, aber immer noch sehenswert.
Oben sind auch noch die Öfen. Da hinten sind noch alle Gipfel. Ja, hier haben wir dann so eine typische Fertigungsstraße im Keller. Hier lief anscheinend das dann übers Band und dann wurde das hier hinten abgenommen. Hammer. Ja, im Endeffekt sagen wir die ganzen Porzellangeschichten, die gegossen worden sind. Hier hinten waren auch, glaube ich, noch Fußformen. Ja. Hier können wir ausgehen. Die andere Seite. Die ist auch so ganz weiß, aber ich hoffe, man muss sich noch viel besser machen. Ja. Krass, ist ja auch nochmal alles voll. Traglast 750 Kilo im Quadratmeter. Das hier sind Ecken, da war ich damals noch nicht, bei meinem ersten Besuch. Das ist schon krass. Das war eine alte Fabrik und komplett runtergeranzt, aber schon krass. Wahnsinn. Halt alles schon geschmiert, ne? Hier sieht man das ja. 187 THC. Aber die Frage ist halt, wie viele Leute damals hier gearbeitet haben oder gearbeitet haben müssen. Weil das ist ja eine Riesenfabrik. Also krass. Hier haben doch bestimmt zig hundert Leute gearbeitet.
Also, das ist nur eine Vermutung von mir, aber ich denke es mal, dass das zig hundert Leute waren, die hier letztendlich einen Job hatten. Ja, 10 habe ich erreicht. 10? Close, close. Da sind noch ein paar alte Putzsäcke oder ja, Kalk oder was auch immer sie zum Brennen vom Porzellan gebraucht haben. Krass. In der Ecke war ich auch noch nicht. Was auch immer das ist. Da haben sie doch. Was ist das? Kalk? Ich denke schon, oder? Das ist irgendein Kalkgemisches. Was meint ihr, wenn ihr wisst, was es ist, schreibt es mir in die Kommentare. Ich denke mal, das ist Kalk, oder? Max schnieft, Alter. Nächster genommen. Ein Nässler. Von guten Qualitätszeug. Was das ist, habe ich gefragt. Ja, haben wir noch Peps? Da unten scheint die Produktion gewesen zu sein, oder beziehungsweise hier scheint das Zeug angemischt gewesen zu sein von dem, was sie dann letztendlich da geht's los. Gemacht haben. Ja, da hinten, das ist dann schon der typische Lost Place, ne? Komplett runter. Und hier hinten ist, keine Ahnung, was das hier gewesen ist. Hallo? Hallo? So, kriegt ihr noch eine Außenansicht von dieser Seite hier. Ausziehen. Gemeint oder was ich euch damit sagen will, ich war schon mal hier. Jetzt habe ich mal noch ein paar Sachen gesehen, die ich so nicht gesehen hätte, also wo ich das damals da war, einfach die Zeit nicht zu hatte. Aber schaut euch die Dimensionen an, wie riesig das Teil ist. Das geht ja bis dahinter. Und hier drüben ist ja auch nochmal ein Nebengebäude. Keine Ahnung, was das ist oder was das mal darstellen soll oder was das mal war. Ich vermute, dass da vielleicht der Geschäftsführer oder vielleicht der Kapo oder sonst wer gewohnt hat und ja, falls hier auf dem Grundstück war. Das ist eine reine Vermutung, ob das stimmt, keine Ahnung. Aber wenn ihr mehr wisst, schreibt es gerne in die Kommentare oder wenn ihr was ihr vermutet, schreibt es mal rein. Würde mich interessieren, was ihr darüber denkt. Auf jeden Fall.
Na, schauen wir noch mal rein. Kannst vergessen die Boden, sagt der Jens. Der Jens sagt, kannst vergessen die Boden. Dann ist das so. Das war's eigentlich, ne? Haben wir fast alles drin? Scheint so, ja. Da vorne geht es wieder raus. Aber das ist die Uhr verlagert. Wir waren gehören das Gebäude rennen. Zack, rauf, runter, rüber, 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 runter, rauf, runter. Also zum gründenden Abschluss hätten wir ja hier noch eine verlassene Pizzeria. Wo? Ja, hier ein Hof irgendwo. Okay. Ups, habe ich jetzt Hof gesagt? Ups. Nein, ich habe den Urbex da. Ja, hier den Kodex. Hof. Ich piepse es raus. Also wenn ihr dann später das Video schaut, hört ihr also hier in Piep, haben wir noch eine Piep. Na, also, wir wollen ja alles mal schön in Ehren halten. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, Freunde. Bis zum nächsten Video. Wir sehen uns.